Hallo und herzlich willkommen bei Virtuous in einer neuen Folge Creators. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Letzte Folge haben wir ja diesen Bereich hier unten gebaut. Und eigentlich dachte ich, ich habe mit euch das hier gebaut. Aber leider nicht der Fall. Es ist die Aufnahmetaste nicht gedrückt worden von mir. Entschuldigung. So, das heißt, ich habe einmal hier diese zwei Ebenen gebaut. Mit einem Dreierhöhenunterschied. Sodass wir hier auf jeden Fall drüber wandern und können dann so dann auch noch gepflegt eine Decke ausbauen. Ist der Plan. Eine Ebene fehlt noch und die machen wir jetzt. Eine Ebene fehlt noch ist eine falsche Aussage. Eine Ebene, bevor wir es in den Blueprint schmeißen. Denn wir können das natürlich schön ausbauen. So, das Problem, was ich jetzt gerade sehe, ist mit der Treppe, aber also mit dem Gang. Ja, da finden wir auch noch eine Lösung, den hier anzupassen. Ich muss jetzt nur erstmal hier hochkommen. So. Ist jetzt auch gerade dunkel, aber gut. Passiert. Müssen wir jetzt so arbeiten. Beleuchtung kommt natürlich auch erst dann, wenn der Rest der Wände dran steht. Kann ich mir da was überlegen. So. Die Dreierreihe. Hier die zwei. Hier zwei. Machen. Passt doch ganz gut. So, hier das bisschen. 1, 2, 3, 4 müsste das gewesen sein. Ja, ich glaube, ja. Bastard. Du Bastard. So. Guti. Hier auf jeden Fall zwei noch drauf. Und wir hier auf einer Ebene sind. Die Dinger sind 5 hoch. Seht auch hier nochmal, ich habe hier eine kleine Änderung gemacht. Ich habe das Gitter noch reingezogen, die Treppen hier weg, muss ich auch nochmal dazu erwähnen. Und da so über Eck und hier unten eine Ecke rein, damit die auch immer schön abschließen. Ob es die Tiere drinnen hält, ist fraglich, weil die switchen ja auch gerne mal weg. So, machen wir auch fest. Gewand. Läuft doch. So, ein bisschen hier auf die Öhrchen gucken. Kleine Zellen. Aber guck mal, kann man ja rein theoretisch drüber hüpfen. Also sollte man jetzt nicht so eng nehmen, hier als Tierschützer oder so.
Käfighaltung ist groß geschrieben. Nur Freilauf haben sie nicht. So, damit sind wir einmal rum. Mit einem Abstand hier von 1, 2, 2, 2, würde ich sagen. Ne? Gut, da haben wir echt eine gute Höhe geschaffen. Ein weniger hätte nicht funktioniert. So. Problem, Problem. Wie kommen wir jetzt von oben nach unten? Mit Treppen natürlich, die ich hier auch noch im Petto habe. Theoretisch würde ich die hier so nehmen. So, dann passt das aber hier nicht. Wie ihr seht, deswegen müssen wir hier nochmal einen nach hinten. Da haben wir einen weg. Ganz cool. Aber lassen wir das komplett so raus. Weil ich da halt nur diese einzelnen Punkte, wo quasi die Monster drauf kommen. So als kleine Orientierungspunkte, sage ich mal. Nehmen wir es mal so. Deswegen lieber einmal komplett rumziehen, dann haben wir das Ding fertig. Hätte ich die jetzt einzeln gemacht, hätte ich hier eine Blueprint verschwendet, weil ich ja die eh alle abändern muss die ganze Zeit und so. Sonne wieder auf, sehr schön. So. Ich glaube, das ist ganz okay so, ne? Fragen, was machen wir jetzt hier? Ja, auch nochmal mit dem hier rein. Ich glaube schon. Das große Ganze am Ende sehen. So. Dieser Weg wird kein leichter sein. Plan. Nee, guck mal, der war falsch. So.
Irgendwie müssen wir dann hier auch die Kurve noch schick machen. Aber erstmal diese Ecken halt. Entsprechend auffüllen. So, den hier wollte ich eigentlich haben. Okay. Würde ich jetzt mal sagen. Lässt sich halt nicht ändern wegen dem Boden hier. Was machen wir hier aus dem Mittelding? Ein bisschen einfach so einen hochziehen. Könnte man jetzt eigentlich, ne? So. Dann kann man hier, sag ich mal, hier wirklich den Weg reinsetzen, also die Wege reinsetzen. Dem oben wird es halt ein bisschen kompliziert. Der ist jetzt hier drüber. Ich brauche ja nicht hoch und runter und hier wieder runter, das ist auch dumm. Na, ich habe vielleicht eine Idee, wenn ich mir hier einen so einen Käfig auch als Eingang setze dann. Das heißt, um das zu vervollständigen, jetzt hier nochmal Treppen setzen. Eben kommt der, ja genau, der kommt da, das passt. Zack. So. Sein. Hier in dem Fall dann auch, sag ich mal, erstmal die Gegentreppe hinsetzen. Nicht ganz, ne? Überlegen, wie wir den Gegenpart zimmern. Also die Decke. Da sehe ich aber eher das Problem, dass ich doch noch mal eine halbe Ebene nach oben muss. Sonst komme ich da gar nicht klar, wie ich die haben will. Ja, muss man leider noch eine setzen. Was oben, nee, ja.
Ja, so ein bisschen Erleichterung haben wir dann auf jeden Fall schon gewonnen. Denke ich mal, ja, das dann mit der Blueprint verdoppeln und verdreifachen. Wie gesagt, man könnte auch noch nach unten gehen. Das nicht aller Tage haben. Sieht jetzt einfach erstmal nur um den Bereich hier. Ich brauche den ja gar nicht ausbauen, ich muss nur einfach die Decke haben. Das alles. Das hier passt. So. Ja, von mir aus. Auf jeden Fall viel Spielraum da oben. So, das sind die Steine. Durch doch einiges, ne? Ja, das ist ganz gut so. Okay. Ja, jetzt müssen wir das hier irgendwie hinbekommen. War schickes. Ne, Blödsinn nicht hier anzusetzen. Ich versuch mal was von hier. Nein, genauso doof. Nach oben. So ziemlich auf Booster. Ein bisschen verkleinern und dann vielleicht auch noch mal mit Ecken auskleiden. So, so ein bisschen den Tacho im Kopf haben. So, so, da auf jeden Fall ran. So, das Ding ist, ich muss ja den Gegenpart auch noch setzen. Das passt ja rein theoretisch. Mal kommen wir genau auf dieser Ebene. Das ist, glaube ich, ganz cool. So, da die Ecken. Theoretisch müsste ich hier auch nochmal hinsetzen. Das sieht komisch aus, oder? Ich auch nicht. Finde ich eigentlich ganz gut sogar. Ja, doch. Ist aber diese Ecke.
mal rausnehmen. Hier ist es schwierig. Das wäre hier. Okay, hier geht's nicht. Die Ecke können wir nicht so machen. Das ist auch nicht wild. Ich muss ja immer nur die hintere Ecke so machen. Weißt du, wenn ich das dann drehe, geht das ja hier oben hin. Nee, doch, das wird schon passen. Ist dann auch genau hier drüber. Also quasi hier so. Viel. Quasi dahin. Muss entsprechend auch gut angesetzt sein. So. Massiv und groß. Ich will den aber schon hier haben. Ja, es wird kritisch hier. Es darf jetzt auch nicht zu steinig werden. Ich das mal so sagen darf. So, das heißt, hier muss auf jeden Fall die Decke aus diesem schönen Zeug gemacht werden. Für mich schon mal fest. Oder vielleicht sogar aus Weiß. Der ist so teuer. Brauchen wir noch ohne Ende. Nee, nimm mal ruhig mal nur das. Da gab es eine Mehl. Nicht weiter wild. So. Die Ecken einfach mal so hochziehen. Dahin, dahin. Was will ich noch schnell machen hier? Kriegen wir noch schnell fertig. Komm, sind wir mal nicht so knauserig. So. Sieht das ja schon ziemlich nice aus. Dennoch würde ich hier gerne noch mal was probieren. Ach, verdammt. Ich komm, das kriegen wir noch ganz schnell gebacken. Wegen der Ecke, aber so, das sieht doch ganz gut aus. Ja, das gefällt mir sogar sehr gut. Fehlt halt nur die entsprechende Beleuchtung, was ich da mache. Wenn ich den jetzt dahinter setze, habe ich nämlich hier vorne mitten im Raum. Aber gut, kümmere ich mich nächste Folge rum. Ich sage danke fürs Zusehen, bis dann und tschüss.